Hallo, liebe Vaterhausfamilie, liebe Freunde, alle, die ihr jetzt diesen Online-Gottesdienst anschaut. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir hier ist es richtig, richtig heiß, wie in der Sauna. Ich schätze mal 30 bis 35 Grad. Fenster sind zu wegen Lautstärke, damit die Aufnahme auch gut gelingt. Ich hoffe, euch geht's etwas besser. Ihr habt vielleicht ein gekühltes Bier in der Hand oder ein anderes Getränk und ihr könnt gemeinsam mit anderen, am besten mit anderen, diesen Gottesdienst anschauen. Wir werden zusammen eine Lobpreiszeit haben. Wir werden aus dem Wort Gottes was hören. Etwas, was ich glaube, was Gott auch in unsere Situation gerade hineinspricht. Und dann gibt es am Ende von diesem Gottesdienst ganz wichtig verschiedene Fragen. Drei Leitfragen für ein Gespräch. Das könnt ihr als Kleingruppe, als Hauskreis mit Freunden zusammen anschauen und dann hinterher ins Gespräch kommen. Das wäre mein Wunsch, dass ihr miteinander da auch ins Gespräch kommt und diese Predigt, dieser Impuls sich dadurch vertieft. Wir haben jetzt bis zum 6. September keine Präsenzgottesdienste hier im Vaterhaus. Es ist jetzt Urlaubszeit, vieles fährt runter, viele Leute sind weg. Aber wir wollen trotzdem diese Zeit auch gebrauchen und nutzen, um uns auszurichten, um uns positionieren zu lassen von Gott für das, was im Herbst dann wieder losgeht. Wenn da die Sachen wieder eher anziehen, dann wollen wir verstehen und wissen, was Gott jetzt in dieser nächsten Zeit tut. Und deswegen würde ich gerne noch mit uns beten und dann leite ich über in eine Anbetungszeit mit unserer Vaterhaus oder einer unserer Vaterhausbands. Vater im Himmel, so danke ich dir jetzt für deine Gegenwart. Ich danke, dass du redest, handelst, gerade jetzt in dieser Zeit. Wir beten und glauben, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt auf uns, auf diese Stadt, auf unser Land. Herr, wir brauchen so sehr einen Aufbruch, eine Erweckung, eine Hinkehr, eine Umwendung, eine Umkehr zu dir, eine Hinwendung zu dir, Herr. Und deswegen bete ich, Geist Gottes, dass du jetzt auch diese Predigt gebrauchst, diese Worship-Zeit gebrauchst, die Fragen gebrauchst, damit wir wirklich von dir, Heiliger Geist, angesprochen werden. Rede du, Herr, handle du in unserem Leben, in Jesu Namen. Amen. Wir freuen uns, dass ihr mit uns heute Morgen anbeten wollt und wir laden euch ein, zu Hause vor euren Computern und Bildschirmen aufzustehen und Gott wirklich anzubeten und zu loben. Im Psalm 28 heißt es, er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit meinem Lied will ich ihm danken. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Vater, wir danken dir für diesen neuen Morgen. Wir danken, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du gut bist, dass du uns beschützt und dass du uns hindurch hilfst. Und es ist wirklich keiner gut außer du. Und ich danke dir, dass du hier bist und uns beschenken möchtest an diesem neuen Morgen. Dich wollen wir ehren und dich wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst mein Leben hell, mit Liebe füllst du mich, ich kann nur staunen. Und ich singe, denn du bist gut. Du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich komm.
und alles sonst hören. Du bist gut. Vater, ich danke dir, dass du gut bist, durch und durch, egal wie es uns geht, du holst uns ab. Wir danken dir, dass du uns Freude schenkst. Ich danke, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist und dass du uns dieses Tauschangebot gibst, dass du unsere Bedrücktheit nehmen willst, unsere Krankheit nehmen willst und wirklich mit deiner Heilung, mit deinem Frieden, mit deiner Freude durchbrechen möchtest in unserem Leben, auch an diesem neuen Morgen.
dir gehört mein Lob, wenn die Sonne in Strömen fließt, du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. Dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühl, in der Wüste und ohne Ziel. Dir gehört mein Lob. Jeden Segen, den du schenkst, Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Gefangenen zu befreien und
die Leute, die zerbrochenen Herzen sind. Ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass du unser Freund bist und dass du treu an unserer Seite stehst. Und ich danke dir, dass du alles geebnet hast und dass du alles vollbracht hast. Und ich danke dir, dass in deinem wunderbaren Namen wirklich uns alles geschenkt ist, was wir brauchen und was wir benötigen. Und ich danke dir, dass alle Kraft ist in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, dass der Name Jesus über allen Namen steht und dass dieser Name wirklich auch in Ewigkeit angebeten wird. Jesus, wir beten dich an. Wir beten dich an für das, was du für uns getan hast. Und wir beten deinen heiligen Namen an. Und es ist Kraft in deinem Namen. Ah.
chain, to break every 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 chain. There's an army rising. There's an army rising. There's an army rising now. There's an army rising now. There's an army rising now. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Jesus, und ich danke dir, dass du einfach der bist, der mit uns mitgeht und der uns auch Autorität gibt, der uns alles gibt und es nicht verwaist zurücklässt. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wir berufen sind, einfach auch in deinem Königreich zu arbeiten. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Güte. Und wir ehren dich für das, was du bist. Unser treuer Freund und der Sohn Gottes, der uns erlöst und befreit hat. Danke, Jesus. Danke. Amen. Ja, liebe Leute, wir befinden uns gerade in so einer kleinen Predigtserie. Das hat sich so ergeben, war nicht so geplant, aber hat sich so ergeben, indem wir uns Vorbilder aus der Bibel anschauen. Das sind Personen, jetzt aus dem Alten Testament in erster Linie, die uns auch heute eine Botschaft zu sagen haben. Gerade jetzt in der Zeit, wo so viele orientierungslos sind, wo so diese Wegweiser, die Orientierungszeichen wegfallen, da ist es total wichtig, sich orientieren zu können. Aber woran orientiert man sich? Und ich glaube, es ist gut, sich natürlich am Wort Gottes zu orientieren, weil es bleibt ewig. Aber in dieser Bibel sind viele Geschichten von Menschen in verschiedenen Zeiten der Geschichte. Und Gott hat in diesen Zeiten durch diese Menschen Geschichte geschrieben. Und oft sind es auch Geschichten von Menschen, die auch in herausfordernden Zeiten, so wie wir heute, gelebt haben. Aber die durch ihren Glauben und durch ihr Handeln Veränderung bewirkt haben. Bei ihnen hat sich was verändert, aber auch in ihrer Umgebung hat sich was verändert. Sogar ganze Nationen wurden verändert. Es waren also Männer und Frauen, die voller Glauben waren, voller Vertrauen an Gott und dann richtige Entscheidungen getroffen haben und richtige Schritte gegangen sind. Wir haben vor einigen Wochen uns die Geschichte vom Nehemia angeguckt, letzte Woche Noah und diese Woche jetzt nicht Nebukadnezar oder nicht vom Nobby, sondern wir schauen uns jetzt eine Frau an. Eine Frau aus dem Alten Testament, die nicht nur was für Frauen zu sagen hat, sondern auch für uns Männer. Und diese Frau heißt Hannah. Und diese Predigt ist überschrieben, was wirklich im Leben zählt. Und ich möchte uns gern die Geschichte lesen. Es ist eine etwas längere Geschichte, aber es ist, glaube ich, besser, ich lese vor, als wenn ich sie nur erzähle.
Und ihr könnt gerne mitlesen. Ich habe ein bisschen modernere Übersetzung und ihr schaut einfach in euren Bibeln mit nach. Ich lese aus dem 1. Samuel Buch ab Kapitel 1, ab Vers 1. Ein Mann stammte aus dem Ort Rama im Gebirge Ephraim und hieß Elkana ben Jerocham. Elkana hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder, doch Hanna war kinderlos. Einmal im Jahr ging Elkana nach Shiloh hinauf, um Gott anzubeten und ihm ein Opfer zu bringen. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zukamen. Hanna jedoch gab er einen doppelten Anteil, denn er liebte sie. Doch der Herr hatte ihr eigene Kinder versagt. Ihre Rivalin, also Penina, kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte sie sie derartig, dass sie weinte und nichts aß. Elkana, ihr Mann, sagte dann zu ihr: Hanna, warum weinst du denn? Warum isst du nichts? Warum bist du so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Eines Tages jedoch stand Hanna nach dem Opfermahl in Shiloh auf. Der Priester Eli saß auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum Gottes. Hanna war im Innersten verbittert. Sie betete zum Herrn und weinte sehr. Dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte: Herr, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an. Denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Herr, gehören. Und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Sie betete auf diese Weise lange vor dem Herrn und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten, konnte aber nichts hören, weil sie still für sich betete. Darum hielt er sie für betrunken und fuhr sie an: Wie lange willst du dich hier als Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch los wirst. Nein, mein Herr, erwiderte Hanna, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Gott mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Da erwiderte Eli: Geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Sie sagte: Lass deine Dienerin Gnade vor dir finden. Dann ging sie ihres Weges. Sie aß wieder und sah nicht mehr so traurig aus. Früh am nächsten Morgen brachen sie auf, beteten noch einmal vor dem Herrn an und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Als Elkana das nächste Mal mit ihr schlief, gedachte der Herr an sie. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Ich habe ihn vom Herrn erbeten, sagte sie, und nannte ihn deshalb Samuel. Was für eine schöne Geschichte, könnte man meinen, so eine Geschichte mit Happy End. Ist es wirklich ein Happy End? Ja und nein, aber es ist ein Happy End, was so anders ist, wie in unseren Märchen oder in Hollywood-Geschichten, wo es dann heißen würde: Und sie lebten glücklich alle Tage bis an ihr Lebensende. Ja, sie lebten glücklich, aber anders, als wir uns das vorgestellt haben. Denn die Hanna erlebte wirklich ein Wunder. Ja, sie wurde schwanger, sie brachte einen Sohn zur Welt, aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Sie hat Gott ein Gelübde abgelegt und sie gab ihren Sohn, nachdem sie ihn abgestellt hatte, also vielleicht so mit 2 Jahren oder so, oder 3 Jahren, weiß nicht wie alt, gab sie ihn dann in den Tempel unter die Aufsicht und unter die Ausbildung von Eli, dass er zum Priester für den Herrn ausgebildet wird. Er sollte dem Herrn ganz gehören, dass er, was sie vorher gebetet hat, dass keine Schere an sein Haupthaar kommen soll. Das ist ein Gelübde, dass er sozusagen ein Geweihter für den Herrn ist. Jemand, der ganz für den Herrn da sein soll. Ist das so eine typische Geschichte, die vielleicht jetzt nur Frauen anspricht? So diese Art von Zickenkrieg, ja, kennen manche Frauen. Und diese Eifersuchtsgeschichten,
oder dass sie einfach so einfach eine gute Mutter sein will, wie auch immer. Diese Geschichte ist nicht nur für Frauen. Ich glaube, sie spricht auch für uns alle. Und Hannah ist ein Vorbild, an der wir sehr viel lernen können. Interessant ist, dass die Hannah auch deswegen zur Namenspatronin für viele, viele Mädchen und Frauen in all den Jahrhunderten wurde. Überleg mal, wen kennst du, der Hannah heißt? Ich kenne einige Hannas. Aber kennst du eine Penina? Nee. Ich möchte ein bisschen was zum Hintergrund sagen, damit wir die Geschichte besser verstehen. In der damaligen jüdischen Gesellschaft war es möglich und auch üblich, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Aus verschiedenen Gründen, da muss man jetzt nicht näher drauf eingehen. Deswegen hatte Elkanah 2 Frauen. Andere hatten noch mehr Frauen. Und in manchen Kulturen, auch heutzutage, ist es immer noch so, in meisten nicht mehr, aber doch in einigen afrikanischen oder arabischen Kulturen, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Von Anfang an war das nicht so Gottes Plan. Gott wollte einen Mann und eine Frau. Er wusste auch, dass es gut ist für uns. Alles andere ist zu stressig, zu anstrengend. Sehen wir jetzt auch in dieser Geschichte, einfach Zickenkrieg ist schnell vorprogrammiert. Das Zweite ist, in der damaligen Gesellschaft galt es als ganz große Schande in der jüdischen Gesellschaft, wenn eine verheiratete Frau keine Kinder und vor allem keine Söhne bekommen konnte. Das galt wie so ein Fluch. Das war ganz schrecklich. Das war ein Stigma, was diese Frau zu ertragen hatte. Und in manchen Kulturen ist es heute übrigens auch noch so. Ich war auch in Kenia mehrmals und habe da mit Frauen auch gebetet, weil die so gelitten haben, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Das war so eine Schande. Die haben sich so geschämt dafür. Und es mag vielleicht gar nicht mal immer an den Frauen liegen, könnte auch an den Männern liegen. Jetzt in der Geschichte, im Samuel-Buch, ist es nicht den Elkanah sein Problem. Ja, er hat ja Kinder gezeugt, aber die Hannah konnte keine Kinder bekommen. Aber jetzt können wir uns ein bisschen mehr reinversetzen in die Hannah, wie schlimm das für sie war, was sie da durchgemacht hat. Sie litt also schon genug unter dem Stigma, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und dann gab es noch ihre Kollegin, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, die zweite Frau halt vom Elkanah. Und die hat sie noch richtig fertig gemacht und gemobbt. Und wir können uns gut vorstellen, wie die Worte von Penina das Herz von der Hannah total verletzt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Penina gesagt hat zu ihr auf dem Weg nach Shiloh zum Anbeten, hey Hannah, bei dir ist bestimmt was nicht in Ordnung. Also, da ist bestimmt irgendwo eine Sünde in deinem Leben. Sonst würde doch Gott dich segnen. Schau mich an. Ich habe so viele Söhne und Töchter bekommen, aber bei dir stimmt irgendwas nicht. Hast du irgendwie eine verborgene Sünde in deinem Leben? Oder Gott bestraft dich sicherlich. Vielleicht hast du was gemacht oder deine Vorfahren. Da ist irgendwie ein Fluch auf deinem Leben. Oder vielleicht hat sie auch gesagt, weißt du, Gott liebt mich halt mehr wie dich. Und deswegen musst du dich halt mit arrangieren. Man kann sich vorstellen, was diese Penina da alles der Hannah da an den Karren gefahren hat, was sie ihr alles gesagt hat, um sie zu demütigen und zu verletzen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Hannah irgendwann selber anfängt, diesen Dingen zu glauben. Und sie fragt, warum musste mir das passieren? Wenn Gott mich liebt, wenn Gott mich segnet, dann müsste ich doch Kinder bekommen. Warum erlebe ich das nicht? Und diese Tussi Penina, die wird schon schwanger, allein wenn der Elkanah sie nur anschaut. Bestimmt hat die Hannah solche und ähnliche Fragen gehabt und es hat sie gequält. Letztendlich, unterm Strich gesehen, ist es nämlich auch eine Frage ihres Wertes. Ich habe mich mit einigen Frauen auch aus der arabischen Kultur heute unterhalten und die haben mir das auch gesagt, dass in ihrer Kultur der Wert einer Frau davon abhängt, wie gut sie kochen kann, wie sie ihr Haushalt führt und wie viele Kinder und vor allem Söhne sie bekommen kann. Wenn du viele Kinder hast, viele Söhne hast, dann bist du mehr wert. Interessant, ja, das ist da auch sehr ähnlich. Die Hannah hat sich als wertvoll oder als nicht wertvoll empfunden, als minderwertig empfunden, weil sie den Erwartungen
in ihrer Gesellschaft, von den Freunden, von der Familie nicht entsprochen hat. Aber wir kennen doch auch solche Fragen und solche Gedanken. Wir fragen uns doch auch, was bin ich jetzt wert, wenn ich nicht die Leistung bringe? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Leistung zählt. Erfolg zählt. Was bin ich denn wert, wenn ich nicht mehr diese Leistung bringe? Bin ich dann immer noch genauso wert? Wenn ich nicht dieses Ansehen und den Applaus bekomme und die Erfolge mich honorieren, sondern Misserfolge da sind, bin ich dann nichts mehr wert? Oder was ist, wenn ich in meinen Rollen nicht mehr entspreche? Viele junge Menschen, die versuchen immer ihren Rollen entsprechend zu handeln. Ja, dass sie cool sind, dass sie ankommen, dass sie hübsch sind. Dass sie im Instagram, in Facebook viele Likes haben. Und man versucht da so diesen Rollen gerecht zu werden, den Erwartungen der Freunde. Und das ist so eine Qual. Und was ist, wenn du das nicht schaffst? Wenn du außen vor bist, wenn du der Uncoole bist. Der nicht so hübsche oder die nicht so hübsche. Dann bist du außen vor. Bist du dann nichts wert? Dieser gesellschaftliche Erwartungsdruck, der war damals und der ist aber auch heute noch genauso. Und wisst ihr, und dieser Erwartungsdruck, der kann meine Sichtweise, meine Wahrnehmung, wie ich Dinge sehe und wahrnehme, von mir, von anderen und von Gott verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Thema, dass wir das verstehen. Wisst ihr, es ist ganz klar, das Leben ist nicht gerecht. In dem Leben, in der jetzigen Zeit, in der Geschichte sind viele Dinge passiert, die dürfen nicht passieren, die sollen nicht passieren. Dass Kinder missbraucht und misshandelt werden, als sexuelle Opfer, dann über Videos, das noch gezeigt wird, das darf nicht passieren. Das ist schrecklich, das ist ungerecht. Die ganzen Katastrophen, die auch in unserer Welt passieren, jetzt gerade in Beirut, im Libanon, dass so viele Menschen einfach unschuldig ihr Leben verlieren, das ist nicht gerecht. Unfälle, Krankheiten, ihr kennt alle diese Geschichten, entweder in eurem eigenen Leben oder auch bei Freunden, bei Bekannten, die ihr kennt. Das Leben ist nicht gerecht. Und es trifft die Gerechten und es trifft die Ungerechten. Es trifft die Guten, es trifft die Bösen. Gott segnet auf erstaunliche Weise unser Leben, aber trotzdem heißt es nicht, dass wir von allem bewahrt sind, auch als Söhne und Töchter Gottes. Und dann, in unserer begrenzten Wahrnehmung von den Wegen Gottes und von Gottes Person, verstehen wir vieles nicht. Und manchmal ist es sogar, dass wir Gott anklagen. Warum segnest du mich nicht, Gott? Ich folge dir. Jahrzehntelang, ich diene dir. Wo ist denn der Segen? Ich erlebe Nachteile, ich erlebe vielleicht Krankheit, ich erlebe irgendwelche Defizite. Wo ist dein Segen? Und da müssen wir aussteigen, oder ich ermutige euch, da auszusteigen, aus diesem Denkmuster, weil es führt zu nichts, sondern wichtig ist, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und die Geschichte hier von der Hannah hilft uns dabei. Aber vielleicht nochmal zu ein paar Fragen, die uns auch bewegen. Fragen, die ich auch immer wieder gehört habe. Du hast nämlich dir dein Leben anders vorgestellt. Du hast Entscheidungen getroffen und bestimmte Wege eingeschlagen und du dachtest, das sind die richtigen Wege und dann haben sich Dinge anders entwickelt. Und manches hast du einfach nicht in der Hand. Du bist irgendwie ohnmächtig, da passiert etwas mit dir. Ich kenne etliche junge Frauen und junge Männer, mehr Frauen wie Männer, die sagen, warum finde ich keinen Mann, keinen Partner? Warum segnet mich Gott da nicht? Oder du fragst dich, warum bin ich noch krank? Warum hat Gott mich nicht geheilt? Und du kennst vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die übernatürlich von Gott geheilt worden sind und du nicht. Das ist ungerecht. Oder warum bin ich arbeitslos? Warum sehe ich den Segen nicht? Und das ist die wichtige Frage. Warum sehe ich den Segen nicht? An der Geschichte von der Hannah sehen wir nämlich, den Segen gibt es doch. In der Hannah, ihre Geschichte, gibt es nämlich auch eine Spur des Segens. Und zwar darin, dass der Elkanah seine Frau Hannah mehr liebte wie Penina. Und das sehen wir daran, dass sie jedes Mal bei diesem jährlichen Opferfest, ja, das ist ein Opferritual und danach wurde richtig groß
gefäspert, ja, die Opfer wurden ja nicht alle verbrannt, sondern auch ein Teil des Fleisches wurde dann gegessen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein großes Weihnachtsessen oder so. In unserer Zeit wäre das vielleicht das entsprechende. Und da wird gefäspert und gefeiert und richtig reingehauen. Und da war es so üblich, dass die Familienmitglieder immer einen bestimmten Anteil bekommen von diesem Fleisch und von dem Essen. Und der Elkanah war sozusagen der Boss, der das ausgeteilt hat. Und die Hannah hatte doppelt so viel bekommen wie Penina und all die Söhne und Töchter von Penina. Und das hat natürlich die Penina auch gewurmt. Ja? Das war wahrscheinlich auch ein Grund für ihre Zickerei. Die war halt eifersüchtig. Ja? Obwohl sie so viele Kinder hatte, aber der Elkanah liebte die Hannah mehr. Hat Hannah diese Zeichen des Segens nicht mehr gesehen? Vermutlich nicht, weil sie wurde Jahr für Jahr verbitterter. Obwohl Elkanah ihr immer wieder zusicherte: Hannah, ich liebe dich. Auch ohne Kinder bist du mir wertvoll. Ich liebe dich so sehr. Aber in ihrem Denken hat sie sich immer weiter davon entfernt. In ihrer Wahrnehmung ist sie immer mehr in die Verbitterung reingegangen. Das hat sich sogar so auf ihren Magen geschlagen. Die konnte nichts mehr essen. Die hat nur noch geweint. Die war richtig fertig. Und wisst ihr, aus welcher Brille wir unser Leben sehen, mit welcher Wahrnehmung wir unser Leben sehen, das entscheidet sehr viel über unser Wohlbefinden. Ob du immer unzufrieden bist und sagst, ja, alles so schlecht in meinem Leben, alles läuft so schlecht und ist nichts Gutes. Oder ob wir auch die Segensspuren, die Zeichen des Segens Gottes in unserem Leben sehen. Und wenn du ein Sohn Gottes bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann weiß ich, dass Segen in deinem Leben zu finden ist. Nur müssen wir den wieder entdecken. Manchmal sind die nämlich so versteckt, diese Segensspuren. Da müssen wir uns wieder dran erinnern und Gott danken. Ja, danke für den Segen, den ich wieder finde. Denk mal drüber nach. Auch später in der Kleingruppe oder im Gespräch können wir nochmal drüber reden. Und in ihrer Verbitterung, jetzt gehen wir wieder zurück zu Hannah, in der Verbitterung der Hannah, in den Fragen, in den Qualen, die sie da durchleidet, trifft sie genau die richtige Entscheidung. Entscheidungen sind so wichtig. Die hätte nämlich auch eine andere Entscheidung treffen können. Sie hätte einen Rachefeldzug gegen Penina machen können. Sagt, der zahle ich sein. Ja, diese Tussi, die mich so quält. Was auch immer. Wir malen uns das jetzt nicht weiter aus. Oder sie hätte sich in ihrem Selbstmitleid verkriechen können. Und sagt, ach, ich bin das arme Opfer. Ja, alle anderen, denen geht es so gut, aber alle hauen auf mich immer rum. Ich bin so schlecht. Und in diesen Gedanken hätte sie sich richtig, richtig ereifern können. Und sie wäre depressiv und krank geworden. Sie war ja schon ein bisschen krank, ja. Vielleicht schon Anzeichen von Magersucht oder was auch immer. Sie konnte auf jeden Fall nicht mehr gut essen. Oder, was damals wie heute, wahrscheinlich heute noch mehr, aber damals auch möglich gewesen wäre, sich in Ersatzbefriedigungen zu stürzen. Denn das war ja ein tiefer Schmerz für die Hannah. Und dann mit Wein, mit Alkohol und heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten über Medien und Drogen und Essen und Einkaufen und Shoppen und was auch immer. Ihr kennt all das. Wir können diesen Schmerz in unserem Leben mit so vielen Dingen pseudo befriedigen. Aber ihr wisst es genau, das hält für eine Weile an und dann poppt er wieder hoch. Und deswegen ist die Hannah uns so ein Vorbild. Sie macht nämlich genau das Richtige. Sie geht mit ihrem Schmerz, in ihrer Verzweiflung zu dem Herrn. Sie geht in den Tempel und sie schüttet ihr Herz vor dem Herrn aus. Normalerweise, das müssen wir auch verstehen, wird im Tempel laut gebetet. Also das ist üblich, auch bis heute in der jüdischen Gebetskultur wird nicht leise gebetet, sondern laut gebetet oder vor sich hin geredet, dass man es hören konnte. Aus welchem Grund auch immer, wir wissen es nicht, hat die Hannah leise gebetet, sehr ungewöhnlich. Vielleicht hat sie sich geschämt, vielleicht konnte sie auch nicht mehr. Sie hat nur ihre Lippen bewegt und hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet und hat gesagt, Herr, gib mir doch einen Sohn. Und wenn du mir ihn gibst, ich verspreche es dir, ich weihe ihn dir, ich gebe ihn dir wieder zurück. Und das Erstaunliche ist ja, dass Hannah um etwas bittet, was sie dann wieder loslassen würde. Das ist interessant, das ist mir noch nie vorher aufgefallen.
Sie betet um einen Sohn, wohlwissend, dass sie ihm den Herrn wieder geben wird. Normalerweise beten wir um Dinge, damit wir sie behalten können. Hanna betet um einen Sohn, den sie dem Herrn wieder zurückgibt. Und das ist ein ganz wichtiges Geheimnis im Reich Gottes. Jesus erklärt uns das oder spricht darüber in Matthäus 16, Vers 25. Könnt ihr auch mal mit aufschlagen und im Zusammenhang vielleicht lesen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Das ist ein Geheimnis des Reiches Gottes. Mit meinen Worten drücke ich das so aus. Wenn du mit aller Gewalt versuchst, etwas zu halten oder zu bekommen, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du Dinge loslässt mit offenen Armen, wenn auch Gott dir was schenkt, es nicht krampfhaft festhältst, sondern in offenen Armen hältst und dem Herrn erlaubst, dass es dir wieder nehmen darf, dann wirst du echtes und wahres Leben bekommen. Das ist für mich so ein wichtiges Prinzip. Und so oft habe ich das schon erlebt. Die Dinge, die ich festhalten will, die zerrinnen wie Sand. Aber wenn ich Sachen locker halte und einfach dankbar bin für den Segen, aber wenn ihn der Herr wieder nimmt oder Dinge anders sich entwickeln, ich trotzdem dankbar bin, weil mein Wert und meine Befriedigung, meine Zufriedenheit nicht in den Dingen liegt, die Gott mir schenkt. Hanna ließ ihren Sohn, ihr größtes Glück, was Gott ihr geschenkt hat, Gott hat ihr Gebet erhört, wieder los. Das hat sicherlich ihr viel gekostet. Es war ein hoher Preis, den sie bezahlt hat. Aber das Volk Gottes bekam einen Mann Gottes. Das Volk Israel bekam einen Mann Gottes, der die Geschichte dieses Volkes ganz stark geprägt hat. Und darüber hinaus hat sie aber noch was anderes empfangen. Sie empfing nämlich Heilung für ihre Bitterkeit in ihrem Herzen. Sie wurde befreit von der Bitterkeit und sie konnte ihr Leben befreit und in Frieden führen. Und sie hat erkannt, dass ihr wahrer Wert darin liegt, in allem Gott zu vertrauen und seine unverdiente Liebe und Gnade zu empfangen. Der Herr gab ihr Würde und Wert, unabhängig von Leistung und Erfolg. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Egal wie dein Leben gerade ausschaut, jetzt in dieser Zeit, ob du jetzt den Segen Gottes gar nicht so siehst oder spürst oder viele Fragen da sind. Gottes Wertschätzung für dich ist unabhängig von dem, was gerade du an Leistung bringst, wie es gerade dir geht. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Er gibt dir Würde und Wert. Und ich möchte damit schließen, dass wir das Gebet von der Hanna betete, als sie diesen Sohn bekam. Und ohne darauf einzugehen, es ist ein ganz starkes Gebet, da könnte man allein darüber schon eine tolle Predigt halten. Aber lass es einfach auf dich wirken und lese es auch selber wieder durch. Die Hanna betete dann: Der Herr hat mich wieder fröhlich gemacht. Er hat mich aufgerichtet und gestärkt. Jetzt kann ich meine Feinde verspotten, denn deine Hilfe machte mich froh. Der Herr allein ist heilig, ja keiner außer dir. Keiner ist ein Fels wie unser Gott. Spielt euch doch nicht so auf, tut nicht so groß, prahlt nicht so frech. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Vor ihm werden die Taten gewogen, die Bogen der Helden zerbrechen, doch die Schwachen gürten sich mit Kraft. Die Satten arbeiten jetzt für ihr Brot und die Hungrigen ruhen sich aus. Die kinderlose Frau bringt 7 Kinder zur Welt, die Kinderreiche welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er schickt zu den Toten und holt wieder zurück. Der Herr macht arm, der Herr macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub und holt den Armen aus dem Schmutz, um ihn unter die Edlen zu setzen. Den Thron der Ehre lässt er sie erben. Die Fundamente der Welt gehören dem Herrn. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte seiner Frommen, doch die Frevler enden im Dunkel. Denn niemand ist stark durch die eigene Kraft. Die mit dem Herrn streiten, zerbrechen. Und über sie donnert er im Himmel. Über die ganze Erde hält Gott Gericht. Seinem König verleiht er Macht. Er stärkt und erhöht seinen Gesalbten. Nachzulesen im 1. Samuel Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Wir werden jetzt gleich noch die Fragen eingeblendet sehen. Und ich wünsche euch einfach eine gesegnete Zeit im Austausch miteinander und dass Gottes Geist auch zu euch spricht in dieser Zeit. Seid gesegnet.
Die ganze Welt soll hören,